DLG-Ausstellung 1964 in Hannover. Eine Leistungsschau der Landwirtschaft und Landmaschinenindustrie Deutschlands und Europas. Pferde vom zugkräftigen Kaltblut bis zum feurigen Trakehner erfreuen und begeistern immer wieder die Zuschauer aus aller Welt. Auch wenn dieser treue Arbeitsgefährte von gestern heute meist durch moderne Schlepper und Geräte abgelöst wurde. Der Bundespräsident selbst unterstreicht in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der Landwirtschaft und der mit ihr verbundenen Industrie für die gesamte Volkswirtschaft. DLG anerkannte Maschinen ziehen an ihm vorbei. Darunter auch solche der Firma Stoll in Breustedt. Darunter die zapfwellengetriebene Universalheumaschine Planet. Die Arbeit dieser Maschine zeigen wir Ihnen heute in unserem Film. Mähen und Zetten in einem Arbeitsgang bringt nicht nur arbeitswirtschaftliche Vorteile, sondern leitet auch sofort einen gleichmäßigen Trocknungsprozess ein. Hierfür sind am Planet nur zwei Sterne erforderlich. Der Trocknungsverlauf des Futters wird durch eine intensive und gleichmäßige Wendearbeit beschleunigt. Durch seinen Zapfwellenantrieb leistet der Planet wirklich vorbildliche Wendearbeit. Die dunkle Farbe des überfahrenen Wiesenteiles zeigt, dass die feuchteren Halmteile von unten nach oben gebracht wurden. Die Arbeitsbreite des Gerätes wird voll ausgenutzt, da durch den Zapfwellenantrieb die Sterne parallel zur Schlepperhinterachse stehen können. Eine Windhose versucht sich auch im Heu, aber nicht zur Freude des Landwirts. Sauber zusammengebrachte und gerade Schwaden ohne Zopfbildung bei zügigem Tempo. Eine wirklich gute Arbeit des Planet. Schwad streuen. Eine ebenso notwendige wie schwierige Arbeit erledigt der Stollplanet ebenfalls. Bei schwerem oder stark verregnetem Futter empfiehlt sich ein Einsatz mit den Spezialstreusternen. Stollplanet schwadet nicht nur in der Ebene, sondern auch wie hier in Hanglagen des Harzes. Auch bei der Strohbergung leistet der Planet wertvolle Arbeit. Wieder zeigt sich ein Vorteil des Zapfwellenantriebes. Die Sterne arbeiten ohne Bodenberührung und bringen das Stroh staubfrei zusammen. Zur Straßenfahrt wird der Planet mit wenigen Handgriffen in Transportstellung gebracht und kann unabhängig vom Schlepper mittels einer einfachen Vorrichtung am Wagen angehängt werden. Ein Blick in den technischen Aufbau des Gerätes wird Sie interessieren. Einfache, übersichtliche Grundkonstruktion unter Verwendung besten Materials, höhenverstellbare Stützräder, Dreipunktanbau für beide Normen, zwei Zapfwellenanschlüsse. Wartungsfreie Lager.
elastische Sterne und lange Doppelzinken aus hochwertigem Federstahl. Robuste Streusterne für schweres Futter. Und geringer Platzbedarf in Ihrer Maschinenhalle. Qualität und Leistung in einem Gerät. Mit Stollplanet geht's besser, schneller und leichter.